Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Danke, liebes Universum. Wusstest du, dass auch die Zahl deiner Hausnummer eine Botschaft für dich hat bzw. eine bestimmte Energie aussendet? Und wusstest du, dass diese Energie einen Einfluss auf dich hat und eventuell dein Wohlbefinden beeinflusst? Mein Name ist Anjana Gill, ich bin Bestseller-Autorin und ich beschäftige mich schon seit über 25 Jahren mit diesen Themen, mit Zahlen, mit Glück, mit Wunscherfüllung und damit, was alles möglich ist zwischen Universum und Mensch. Und da ist jede Menge möglich. Also das Thema Hausnummerzahl, das ist super spannend. Jede Zahl hat ja eine bestimmte Energie. Und das ist uraltes Wissen, das wussten die alten Inder, die alten Ägypter, die wussten das alle schon. Nur leider ist das im Laufe der Jahre ziemlich in Vergessenheit geraten und gerade bei uns im Westen. Und wir denken einfach, wir wohnen irgendwo, ohne dass das einen Einfluss auf uns hätte. Aber alleine die Zahl, die Hausnummer, hat schon einen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Wenn sich also zum Beispiel jemand, der auf Sicherheit bedacht ist, wenn der in einem Haus wohnt mit der Energiezahl 3, dann kann das sein, dass er sich da nicht wirklich wohlfühlt. Oder jemand, der eher so ein zurückgezogener Typ ist, wenn der in einem Haus mit der Nummer 5 wohnt oder 3, dann kann das auch sein, dass er sich nicht wohlfühlt. Wenn allerdings jemand, der ein Familienmensch ist, in einem Haus mit der Energiezahl 6 wohnt, dann kann das sein, dass er, dann wird er da, das kann nicht nur sein, dann wird er da besonders glücklich sein. Aber keine Sorge, du musst nicht gleich umziehen, wenn das nicht passt. Man kann das mit ein paar kleinen Tricks anpassen. Also schauen wir uns erstmal diese Zahl an. Und das ist wieder das gleiche wie bei der Lebenszahl. Wir müssen die Quersumme bilden. Also die Zahlen so lange addieren, bis eine einstellige Zahl rauskommt. Angenommen, du wohnst in einem Haus mit der Nummer 13 zum Beispiel, dann ist es 1 plus 3, dann ist die Energiezahl 4. Wenn die dreistellig ist, die Hausnummer, dann addierst du eben die drei Zahlen, so lange, bis du eine einstellige Zahl hast. Und das ist dann die Energiezahl. Und die entscheidet, welche Energie ausgesendet wird. Und das ist wirklich spannend. Dann wurde ich oft gefragt, wie ist das denn, wenn ich zum Beispiel in einem Haus wohne mit der Nummer, sagen wir mal 13a, spielt dann der Buchstabe auch eine Rolle? Und das ist auch wirklich richtig spannend. Denn ich habe herausgefunden, dass in Häusern, die dann noch einen Buchstaben haben, egal A, B, C, was auch immer, beide Energiezahlen einen Einfluss haben. Also sagen wir mal 13a, dann hat es sowohl den Einfluss von der Energie 13, also 4 von der 13, und aber auch von der 1 und 4, also von der 14, von der 5. Denn A hat dem Buchstaben A wird die Zahl 1 zugeordnet. Und das ist richtig, richtig spannend. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal die anderen Energiezahlen an. Die Bedeutung der Energiezahlen von 1 bis 9. Ich lese die jetzt mal aus meinem Buch Liebes Universum, was willst du mir sagen vor? Und wenn dein Interesse geweckt ist, dann kannst du das ja dann noch vertiefen und alles nachlesen. Aber jetzt erstmal, super spannend, Energiezahl 1. Also, lebst du in einem Haus mit der Energiezahl 1, dass der Wunsch nach Freiheit, die einzelne Person steht stärker im Fokus, das Zusammenleben mehrerer Personen ist zweitrangig. Energiezahl 2. Stabile, glückliche Partnerschaften, Zusammenhalt. Bewohner dieser Häuser sollten darauf achten, dass die eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Energiezahl 3. Geselligkeit. Reger Austausch mit anderen. Bewohner dieser Häuser sollten darauf achten, auch auf Gemütlichkeit und harmonische Zeiten zu achten. Energiezahl 4. Arbeit, Stabilität, Sicherheit, Karriere. Bewohner dieser Häuser sollten darauf achten, sich auch zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen und das Leben zu genießen. Energiezahl 5. Abenteuer, Sorglosigkeit, Ausgelassenheit, Wandel. Die Bewohner dieser Häuser sollen Entscheidungen durchdenken und sie nicht so unbekümmert fällen. Energiezahl 6.
Gefühl von Heimat, Geborgenheit, familiäres Glück. Bewohner dieser Häuser verfolgen manchmal schwärmerische Ziele. Energiezahl 7, spirituelle Orte, geistige Weiterentwicklung, auf sich konzentriert. Bewohner dieser Häuser zeigen oft Verständnis für andere und haben analytische Fähigkeiten. Energiezahl 8, Finanzen, Geld. Bewohner dieser Häuser sind häufig statusorientiert und zielstrebig. Energiezahl 9, soziales Engagement, Mitgefühl. Die Bewohner dieser Häuser sollen auch auf sich selbst achten und darauf, nicht zu sehr ausgenutzt zu werden. Spannend, nicht wahr? Das ist super interessant. Und weißt du, was auch super spannend ist? Wenn du dir jetzt mal die Hausnummern bzw. die Energiezahlen von den Häusern deiner Freunde und deiner Familienmitglieder genauer anschaust. Das ist so spannend. Und wenn man dazu eben noch die Lebenszahl kennt, dann kann man immer gucken, ob das matcht oder ob diejenigen sich vielleicht durch geeignete Maßnahmen schützen sollen vor der Energie. Also sagen wir, du bist zurückgezogen, du bist ein zurückgezogener Typ und lebst in einem Haus, das quirlig ist und das die Energiezahl Abenteuer etc. hat, dann kannst du dich schützen, erstens, indem du dir bewusst bist, du weißt ja jetzt, welche Energiezahl das ist, und dadurch kannst du dir in deiner eigenen Wohnung einen entweder Rückzugsraum schaffen oder das zu deiner stillen Oase machen. Oder wenn du in einem Einfamilienhaus wohnst, kannst du dir einen eigenen Raum schaffen, wo du zur Ruhe kommst und darauf achten, dass du das aktiv immer ausgleichst, die Energiezahl. Und dann machst du es schon passend. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind und nicht einfach so unbewusst dieser Energie oder dem Einfluss unserer Energiezahl ausgeliefert sind. Und was auch super spannend ist, du kannst dazu noch die Energiezahl deines Straßennamens nehmen und dein Straßenname plus deine Hausnummer, das ist nochmal eine richtig, richtig vertiefte, interessante Aussage. Also zum Beispiel Ringstraße 33. Dann, du weißt ja, jeder Buchstabe ist einer Zahl zugeordnet. Dann rechnest du die aus anhand der Tabelle, die zum Beispiel unter anderem auch in dem Buch ist, und addierst die Energiezahl deiner Hausnummer und dann hast du eine richtig vertiefte Aussage. Also es ist super spannend, was Zahlen alles für Botschaften haben. Und das Entscheidende ist einfach, dass wir uns dessen bewusst sind und nicht einfach so unbewusst wie ein Schiff ohne Segel im Sturm oder im Wind dahin segelt. Wir nehmen unser Leben in unsere Hand. Und unser Glück nehmen wir auch in unsere Hand. Und dazu gehört eben auch das Wissen um die Zahlen, um unsere Lebenszahl, unsere Namenszahl, unsere Energiezahl des Hauses, in dem wir leben und. Übrigens, auch die Namen unserer Tiere, unserer Haustiere, von unserem Hund, Pferd, Katze und so weiter, haben eine Energiezahl. Das ist auch so interessant. Das trifft in mindestens 95% der Fälle absolut zu. Also, falls du ein Haustier hast, dann schau doch da auch mal nach. Richtig interessant. Ich kann dir nur empfehlen, beschäftige dich mal ein bisschen näher mit den Zahlen. Da wird einem so vieles klar und da werden einem so die Augen geöffnet. Das macht richtig, richtig Spaß. Und es ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zum Glücklichsein. Und das Glücklichsein ist die Basis und das Fundament für die Manifestation. Also du siehst, alles hängt mit allem zusammen. Sogar die Energiezahl unseres Hauses hängt auf eine gewisse Art und Weise mit der Manifestation unserer Wünsche zusammen. Also ganz viel Spaß mit den Zahlen. Deine Anjana.